Hallo, mein Name ist Jennifer und ich bin hier in Bangladesch mit CARE. Ich war vor ungefähr 6 Monaten hier, seit dem Beginn der Krise, wo über 600.000 Menschen aus Myanmar nach Bangladesch geflohen sind. Ich bin ehrlich gesagt sehr schockiert darüber, dass es noch immer Menschen hier gibt, die unbedingt Hilfe brauchen. Ich hatte gehofft, dass ich keine Mütter mehr hier finden würde, die verzweifelt versuchen, ihre Kinder zu versorgen. Es gibt noch immer unglaublich viele Menschen, die panisch darauf reagieren, wenn sie gefragt werden, ob sie zurück nach Myanmar gehen wollen. Sie wollen es nicht. Und wir brauchen langfristige Lösungen. CARE ist seit dem Beginn der Krise hier. Wir haben über 200.000 Menschen mit Lebensmitteln versorgt, mit medizinischer Versorgung und mit sauberem Trinkwasser. Aber der Bedarf sprengt unsere Kapazitäten. Das bedeutet, dass noch immer Menschen hier auf Hilfe angewiesen sind. Wir sind hier, bis diese Krise endet, und ich hoffe, Sie sind es auch. Vielen Dank.